Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Events erklärt. Am gestrigen Donnerstag ging Update 0.8.1 live und mit diesem Update werden uns die britischen Flugzeugträger in Aussicht gestellt und wie das in der Vergangenheit bei vorherigen Patches und neuen Linien und Nationen der Fall war, gibt es auch jetzt wieder die Möglichkeit, diese oder ein paar Schiffe dieser Nation vorab schon mal sich freizuschalten. Das alles läuft im Rahmen eines Events, und zwar ist da immer noch das Flystrike Win Event am Laufen. Und da dachte ich mir, ich mache mal kurz eine kleine Folge, um euch so die Punkte ein bisschen näher zu bringen. Also wie in 0.8.0 laufen auch jetzt wieder 4 Wochen lang Direktiven. Und in diesen Direktiven könnt ihr in den ersten 3 Stufen, also in den ersten 3 Wochen beginnend ab gestern, eine oder zwei neue Währungen, temporäre Währungen, also wir sind da wieder in der Wirtschaftssimulation World of Warships unterwegs, mit diesen Währungen könnt ihr dann die britischen Flugzeugträger freischalten. Und zwar sehen wir hier Stufe 6, Stufe 4. 6 und 8. Und da seht ihr auch schon die zwei temporären Währungen, Kronen und Florins. Florence, weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Und die könnt ihr jetzt über verschiedene Auftragsreihen bekommen. So, da sind wir im Spiel und haben hier oben wieder unser Flystrike-Win. Und ähnlich wie wir das von Direktiven kennen, müssen wir jetzt hier verschiedene Aufgaben abschließen. Und bekommen dafür, wie wir das schon immer haben, verschiedene Goodies für das Abschließen der einzelnen Aufgabe. Und wenn wir dann 4, 5 und dann jeweils 6 geschafft haben, kriegen wir hier oben eine Hauptbelohnung für das Abschließen dieser Direktive. Da ist dann ein Container dabei und Kronen. So, das heißt, wir kommen an Kronen ran, wir kommen dann über die Container auch an die Florence ran. Und da oben sehen wir dann wieder die neue Währung. Ja, und ihr seht dann jetzt auch, achtet wieder drauf, da ist wieder ein Enddatum dabei, 27.03. und 24.04. Also das bitte berücksichtigen. Damit hat dann auch ein neuer Reiter hier Einzug gehalten und dann sehen wir hier oben schon die 3 Flugzeugträger. Kommen mit ein bisschen was dazu, ein paar Signalflaggen, ein Tag Premiumzeit und ein bisschen Kohle beim Paket Nummer 1. 500 Kohle, sehr schön. Und bisschen mehr dann beim Paket Nummer 2 und nochmal ein bisschen mehr beim Paket Nummer 3. Und ihr seht, die kosten zweierlei, also 50 Kronen und 400 Florins. Beziehungsweise 100 Kronen und 1000 Florins und 150 Kronen und 2500 Florins. Knackpunkt: Ihr müsst diese Pakete in Reihenfolge kaufen. Das heißt, wenn ihr den Stufe 8er haben wollt, dann müsst ihr erst die ersten beiden, also den Stufe 4 und den Stufe 6 Träger kaufen. Ja, also wieder so ein bisschen gated Content an der Stelle. Ein findiger World of Warships-Veteran hat im Forum bzw. auf Reddit schon mal ein bisschen ausgerechnet, wenn ihr komplett free to play bleibt, also einfach nur spielt und vielleicht auch ein bisschen mehr spielt, um an alle Florins und an alle Kronen ranzukommen. Denn die gibt es nicht nur über die Eventreihe, sondern es gibt auch Kampfaufträge, wo ein paar dabei sind, wo ihr welche erspielen könnt. Gucken wir mal da rein. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir eine Krone und 10 Florins, und da am Schluss wieder die Kohle. Also übers tägliche Spielen kommt ihr an die ran. Dann kriegt ihr genug, um euch den Stufe 4 und den Stufe 6 Flugzeugträger zu holen. Um euch den Stufe 8 Flugzeugträger zu holen vor allen anderen. Das muss man natürlich dazu sagen. Ja, die kommen dann mit dem nächsten Patch höchstwahrscheinlich mit 0.8.2. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt die unbedingt jetzt schon haben, das ist ganz wichtig, dann müsstet ihr für den Stufe 8er noch irgendwie
Geld ausgeben. So, damit kommen wir zum nächsten Punkt, denn wie immer bei solchen Events könnt ihr Geld ausgeben und dann ist die Frage, was bekommt ihr für euer Geld? So, da sind wir jetzt im Premium Shop und da sehen wir jetzt die Container, Luftversorgung. Da habt ihr gerade schon gesehen, über das Event könnt ihr die Nicht-Premium-Version erspielen. Hier im Shop gibt es die Premium-Version. Ja, stolzer Preis, 102,70 Euro. Also es scheint sich allmählich immer mehr bei diesen 2,70 Euro aktuell für so einen Premium-Container zu jedem Event einzupendeln. Bedenkt bitte auch, ja, ihr spart jetzt hier nicht 20%, sondern ihr zahlt immer noch 86 Euro für 40 Container. Das bitte berücksichtigen. So, da haben wir jetzt wieder die Pakete und was haben wir jetzt da drin? Ja, also wir haben auf jeden Fall 9 Tarnmuster oder 9 Spezialsignale. Ein Element aus der Sammlung, ja, also wie bei jedem anderen Event, gibt es auch wieder eine Sammlung. Da gucken wir mal rein. 100 Florins sind auf jeden Fall dabei und die Chance, einen Kampfauftrag für eines dieser 4 Schiffe zu bekommen. Und da merken wir jetzt schon, na, da unterscheiden sie sich wahrscheinlich dann wieder von den Nicht-Premium-Containern alleine schon dadurch, dass diese Chance irgendwie höher ist. Wir wissen nicht, wie viel höher. Dabei gilt auch, solltet ihr eines dieser Schiffe schon im Hafen haben, dann kriegt ihr das als mit Kreditpunkten kompensiert, nicht mit Dublonen. Ja, also wenn ihr jetzt darüber spekuliert, ihr habt vielleicht die Schiffe schon und sagt, vielleicht kommt ihr darüber an die Dublonen. Nein, da gibt es definitiv Kreditpunkte, wenn ihr da eines dieser Schiffe kriegt. So, die Standard-Container kann ich euch nicht zeigen und leider hat Wargaming aus den öffentlichen Ankündigungen, zumindest die, die ich gefunden habe, auch rausgenommen, was in den Standard-Containern drin ist. Aber wie immer, es wird weniger sein. Wie viel weniger, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr euch die selber mal ein bisschen erspielt. Also ist relativ einfach, an die ranzukommen. Ich gucke mir jetzt mal die an, die ich bekommen habe und nutze da gleich mal ein neues Feature, nämlich alle Container öffnen. Wir machen das relativ unspektakulär. Dauert ein bisschen. Und dann ist das leer. Und was haben wir bekommen? Also schon mal keine Bonusmissionen für irgendwelche Schiffe. 500 Florins, 18 Tarnungen, ein paar Spezialsignale. Und was mich jetzt freut, keine Duplikate. Und da seht ihr schon, es ist wie immer hier, es ist nur eine Chance, dass ihr da diese Kampfaufträge gibt. Im Forum hat man schon wieder von Leuten gelesen, die aus 5 Containern 2 Schiffe oder 3 Schiffe gezogen haben. Es gibt andere, die sich 40 Container geholt haben und kein Schiff bekommen haben. Ja, also ganz wichtig, das ist Glücksspiel an dieser Stelle. Zumindest was das hier draußen angeht. Diese zusätzliche Chance auf entweder die Vanguard, die Hood, die Edinburgh oder die Duke of York. Dann gucken wir mal kurz auf die Sammlung drauf. Wird uns jetzt hier oben wieder angezeigt. Aha, haben wir ein paar schöne Sachen. Was kriegen wir, wenn wir den Teil abschließen? Alternatives Farbschema für alle britischen Zerstörer. Was kriegen wir hier? Alternatives Tarnschema für britische Kreuzer. Naja, ich erkenne allmählich ein Muster, genau. Alternatives Tarnschema für britische Schlachtschiffe. Und hier hinten alternatives Tarnschema für britische Flugzeugträger. Und wenn wir die gesamte Sammlung abschließen, dann bekommen wir eine permanente Tarnung für den Stufe 8 Träger der Briten. Alternatives Farbschema für alle Commonwealth-Schiffe, also zum Beispiel die HMAS Hyder oder die HMAS Vampire. Und eine zweite Flagge für alle britischen Flugzeugträger. Also ein bisschen Optisches kriegen wir, wenn wir diese Sammlung abschließen. Und die Sammlung, die kriegt ihr dann auch über eure Container, die ihr so erspielt. Das heißt, da habt ihr dann relativ gute Chancen, die abzuschließen. Was gibt es noch zu dem Event zu sagen?
Ihr habt natürlich die Möglichkeit, über Kampfaufträge noch ein paar weitere Container zu erspielen. Und je mehr Container ihr erspielt, umso mehr Möglichkeiten habt ihr natürlich dann im Arsenal für Kronen und Florins auszugeben. Und eine davon, wo dann Premium-Container und Standard-Container drin sind, ist diese Auftragsreihe Ritter von Devon. Und die könnt ihr allerdings nur abschließen, wenn ihr euch die Exeter holt. Denn das ist ein Stufe 5 Premium-Kreuzer der Briten. Diese Missionsreihe läuft am 22.03. ab. Die Missionsreihe, um euch die Exeter zu erspielen, ist aber erst am 29.03. fertig. Ja? Das heißt, diese Missionsreihe läuft ab, bevor ihr euch die Exeter selber erspielen könnt. Ja, an der Stelle auch wieder von Wargaming. Wenn ihr da ein bisschen mehr haben wollt, dann müsst ihr euch die Exeter kaufen. Auch das gucken wir uns nochmal kurz an. Und da sind wir schon wieder mit dem Shop. Also da gibt es jetzt auch hier die Exeter im Admiralspaket. Und bisher gibt es noch kein kleineres Paket. Da ist jetzt meine Vermutung, Schrägstrich Hoffnung, dass das wie in der Vergangenheit auch schon mal so gelaufen, dass es günstigere Pakete geben wird, die dann aber erst nächste oder übernächste Woche freigeschalten werden. Es kann natürlich aber auch sein, dass das einzige Paket ist, und dann informiert euch bitte, ob euch ein Stufe 5 schwerer Kreuzer der Briten mit einigem Beifang die 30 Euro wert ist und ihr dann noch ein paar Kronen und Florins mit aus dem Ganzen rausziehen könnt. Ansonsten habt ihr dann hier im Arsenal die Möglichkeit, eben verschiedene Dinge noch zusätzlich zu kaufen. Da ist allerdings noch folgende Anmerkung. Hier unten die 50 Kronen, ja, für die ihr 2000 Dublonen ausgeben könnt. Dieses Ding könnt ihr maximal dreimal kaufen. Ja, das heißt, ihr könnt maximal 6000 Dublonen investieren für 150 Kronen. Das heißt, man kann sich da auch jetzt nicht beliebig viel umtauschen, um an den Stufe 8 Träger ranzukommen. So, und weil ich genügend Kronen und Florins übrig hatte, habe ich mir dann auch gleich mal den Stufe 4 Träger in den Hafen gestellt. Einfach, dass ich den schon mal habe. Ob ich mir die restlichen hole, weiß ich noch nicht. Und da fällt euch auf, der hat aktuell noch Premium-Schiff-Status. Was hat es damit auf sich? Nun, im Moment könnt ihr da jeden x-beliebigen Kapitän draufsetzen, ohne dass es zu irgendwelchen Umschulungsmali kommt. Ja, nehmen wir mal jetzt hier meinen Kapitän von der Belfast. Funktioniert ohne Probleme. Bedenkt dann aber, dass wenn Patch 0.8.2 kommt, also in knapp 4 Wochen, dass dann dieses Schiff automatisch zu einem regulären Silberschiff wird und damit alle Vorteile, die ihr mit einem Premium-Schiff hättet und den ganzen Thema Kapitän einweisen, verloren gehen. Ja, also achtet dann bitte darauf, wenn ihr euch einen dieser Träger holt und einen Kapitän draufsetzt, den ihr nicht länger drauf behalten wollt, sondern einfach nur mal ein bisschen auszuprobieren, dann würde ich euch raten, vorm Patch 0.8.2 nochmal kurz die Kapitäne auszutauschen, sodass diese Schiffe zumindest leer über das nächste Patch gehen. Gut, und zu guter Letzt, da haben wir hier nochmal die Implacable, also den Stufe 8 Träger, und das ist dann die Tarnung, die ihr euch über die Sammlung erspielen könnt. Sieht ganz schick aus, und wer die Träger gerade mal ausprobieren möchte oder wer sich freut auf die britischen Träger, für den ist das durchaus was. An der Stelle noch eine kurze Anmerkung. Ihr habt nochmal die Möglichkeit, aktuell über tägliche Lieferungen nochmal ein paar zusätzliche Dinge zu bekommen. Und da sind dann auch nochmal 2 Container drin. Die Rechnung, die da aufgestellt wurde, wie viele Kronen und Florins ein Spieler genau bekommen kann, wenn er komplett Free-to-Play bleibt, die werde ich euch unten in die Kommentare verlinken. Das Ganze ist zwar auf Englisch, weil der User aus dem englischen Forumsbereich ist, aber die wichtige Information, nämlich wie viele von jedem, die sollte auch so rüberkommen. Das heißt, da solltet ihr dann auch genügend Informationen herausziehen können. Ansonsten hoffe ich, ihr habt
wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Event ein bisschen was Positives ziehen, selbst wenn ihr gerade keine Lust auf Träger habt und ein paar andere Dinge mitnehmen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.